Wir haben momentan auch eine Praktikantin aus China. Ja, Ach, die, krass. ja, das ist total witzig, dass die dann, die schreibt momentan so mit uns zusammen einen Leitfaden, wie man ein Unternehmen gründet. Ja, und die hat dann wirklich Erfahrungen aus Shanghai und lässt die bei uns einfließen. Und Zusammenzufassen. Italien ist momentan Europameister geworden. Und wenn man die Italiener spielen sehen hat, da hat man einfach gemerkt, hey, die haben sich bei allem abgeklatscht, die waren total engagiert, das war eine Mannschaft. Und ich glaube, dass es dieses Mannschaftsgefüge uns auch ausgezeichnet hat. Hi, ich bin Lena, das ist meine Theke und heute rede ich mit Julian Schneider. Was willst du trinken? Ja, um die Uhrzeit, was soll ich da noch antworten? Wasser wäre ganz gut. Nee. Dann, was hast du denn alles da? Alles Mögliche. Bier, Wein, Sekt. Boah, das ist ja, ne? Sekt. Cola, Eistee, Ich hole Limo, Cola, Cola. weil ich mich seit Montag ja noch mal besser ernähre. Denke ich, ist die Cola Erstmal ganz gut. Cola. Ja. Dann erzähl mal, was machst du denn so? Ja, ich bin der Wirtschaftsförderer vom Landkreis St. Wendel. Klappt das? Man muss ja wissen, dass du heute geimpft wurdest, ne? Ja, genau. Ich bin Also, noch gehandicapt. okay. Ja, als Wirtschaftsförderer, was macht man da? Also, wenn man es ganz langweilig formulieren würde, setzt man sich für wirtschaftliche Rahmenbedingungen einer Region ein, und erfüllt damit eine freiwillige Aufgabe kommunaler Selbstverwaltung. Aber um es ein bisschen cooler darzustellen, also wir wollen die Wirtschaft im Landkreis voranbringen als Wirtschaftsförderung St. Wendeler Land. Da gibt es ja noch mehrere im Saarland. Was heißt das? Also wir beraten beispielsweise Start-ups, wenn jemand mit einer coolen Idee kommt und gründen möchte. Das kann dann manchmal ein ganz einfacher Florist sein, kann aber auch manchmal ein total digital affines Unternehmen sein, das ist total geil und breit gefächert. Unternehmensnachfolge ist ein weiteres Thema. Gibt super viele Unternehmer, die quasi momentan am Punkt stehen zu sagen, ey, wie mache ich denn überhaupt weiter? Wie kann ich mein Unternehmen überhaupt an jemanden übergeben? Und das ist ja auch eine emotionale Sache. Bei vielen steckt ein Lebenswerk dahinter. Also da kann man dann teilweise auch beraten oder auch wirtschaftlich da aufzeigen, wie kann es weitergehen? Wie finde ich einen Nachfolger, wenn er vielleicht nicht in der Familie steckt? Dann, wenn Unternehmen sich ansiedeln wollen im Landkreis, helfen wir dabei. Das sind also Themen, Wirtschaft voranzubringen. Aber was uns als Wirtschaftsförderung im Landkreis St. Wendel immer so ein bisschen ausgezeichnet hat, ist so dieses Thema Innovationsmanagement. Also Megatrends aufzugreifen, die auf unsere Region einwirken und daraus ein Tätigkeitsfeld zu machen. Das ist das Thema Digitalisierung, das ist das Thema Klimaschutz, Ehrenamt, Vereinsarbeit, Gesundheit. Und da haben wir jeweils auch Tätigkeitsfelder, wo wir die Region voranbringen. Wir sagen immer, wenn wir so diese klassische Wirtschaftsförderung betreiben und gleichzeitig Innovationspotenziale aufgreifen, haben wir eigentlich so einen 360-Grad-Ansatz einer Wirtschaftsförderung. Und ja, ich bin da der Leiter seit 1. Januar, bin total stolz, total glücklich, auch mit dem Team zusammen die Dinge voranzubringen. Und wie kann man sich da so einen Arbeitsalltag vorstellen? Also, wie sieht dein Tag aus? Ja, das ist natürlich der Die Klassiker. klassische Frage. Die klassische Frage, dass es eigentlich gar keinen Alltag gibt. Ne? Also das ist, manchmal hat man dann morgens irgendwie um 9 Uhr, also wir haben momentan auch eine Praktikantin aus China. Ja, Ach, die, krass. ja, das ist total witzig, dass die dann, die schreibt momentan so mit uns zusammen einen Leitfaden, wie man ein Unternehmen gründet. Ja, und die hat dann wirklich Erfahrungen aus Shanghai und lässt die bei uns einfließen. Und das ist dann morgens um 9 Uhr, sitze ich dann mit der zusammen, unterhalte mich auf Englisch darüber, wie man quasi das perfekt gestalten kann. Dann geht's auch, Schangwendel. ja, Shangwendel, ja, genau. Dann weißt du, die Wortspiele ja meins, ne? Stichwort Smartwendlerland, vielleicht ist das nächste Projekt dann das Shangwendlerland. Gut, gehen wir drauf ein, ja. Das ist so ein Thema. Dann geht es irgendwie weiter mit Fachkräftesicherung, Fachkräfteentwicklung, wo man sich unterhalten muss. Dann auf einmal Digitalisierung, dann steht es an, dass man sich über Klimaschutz unterhält. Haben wir ein Projekt, das wir begleiten, kommunales Energieeffizienznetzwerk. Also so breit gefächert, wo man eigentlich merkt, boah, man lernt super viel, aber man muss auch wissen, dass man irgendwo nicht überall der Experte sein kann, sondern dass man sich auf seine Leute verlassen muss und das nachfragen muss und an manchen Stellen einfach weiß, okay, ich kann nicht der Experte sein, ich verlasse mich auf meine Leute und dann bringt man die Dinge voran. Also total breit gefächert und ich schaue nie auf die Uhr. Aber du hast ja, sag ich mal, auch dein Team jetzt nicht am ersten
Januar kennengelernt. Genau, genau. Ist wahrscheinlich auch ganz praktisch, dass du auch mit denen allen schon zusammengearbeitet hast. Ja, definitiv. Also ich war ja zuvor quasi normaler Projektmanager oder Mitarbeiter und habe da verschiedene Themen, also im Infrastrukturbereich vorangebracht, also Sanierungsgebiete wurden ausgewiesen und andere Themen, Digitalisierung, Wirtschaft vorangebracht. Und ich war quasi klassischer Mitarbeiter. Mhm. So, und dann hat sich im letzten Jahr die Möglichkeit ergeben, die Nachfolge von Hans-Josef Scholl anzutreten, der ja zuvor Wirtschaftsförderer war. Und ja, da wird man auf einmal vom Praktikanten, sage ich manchmal immer, hin zum Vorgesetzten. Ja. Und dann ist das so, mit manchen waren wir dann irgendwie auch mal in Mainz bei einem Fußballspiel und es war wirklich fast freundschaftlich. Ne? Und dann wird man der Chef von manchen. Da muss man natürlich auch sich selbst dieser Rolle bewusst werden, zu sagen, okay, wie geht man dieses Thema denn jetzt an? Und ich für mich habe einfach gesagt, bleib genau der du bist und versuch so ein bisschen kollegial. Klar muss man manchmal Entscheidungen treffen, die vielleicht dem einen oder anderen auch nicht so schmecken. Das gehört einfach dazu. Aber wenn man die Dinge gemeinschaftlich entwickelt und ja, sich selbst treu bleibt, funktioniert das eigentlich. Also war auf jeden Fall am Anfang spannend, ist immer noch spannend, ja, aber es ist wirklich total cool. Also hat sich noch niemand über dich als Chef beschwert? Das passierte dann immer hinten rum, ne? Nee, Spaß beiseite. Kriegt man aber doch trotzdem mit. Man kriegt es trotzdem mit, das ist tatsächlich so, aber nee, bisher sind wirklich alle zufrieden, was mich auch sehr freut. Sagen Sie mal. Ja, genau. Und ihr macht ja jetzt auch wirklich nicht nur diese klassische Wirtschaftsförderung, sondern eher so die Fancy-Shit-Wirtschaftsförderung. Was ist denn so der Unterschied eigentlich? Oder wie verbindet sich das eigentlich? Man muss immer sehen, am Anfang steht ja immer so eine Analyse der Ausgangslage. Also man muss natürlich sehen, was ist man auch für ein Wirtschaftsstandort? Und da gibt es natürlich andere Regionen. Also ich habe einen guten Austausch vor kurzem gehabt, auch mit Köln. Mhm. Natürlich haben die eine krass florierende Wirtschaft im Vergleich zu Saarbrücken. Ja. Und da wir haben auch Global Player im Landkreis, aber klar, wir sind natürlich eher durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt. Und da muss man sich natürlich dann auch irgendwie mal überlegen, okay, wie geht man das Thema an? Also wie kann man vielleicht sich alternativ positiv aufstellen? Mhm. Und das war dann halt so das Ansinnen, dass man frühzeitig erkannt hat, dass man eben entscheidende Megatrends hat, wie demografischer Wandel. Ich weiß, den hört man überall, aber er ist auch einfach auf dem Land gang und gäbe an vielen Stellen. Und wie schafft man es denn, unsere Region weiter erfolgreich zu halten? Mhm. Und da gab es dann über längere Jahre hinweg Entwicklungen, wo man sagen muss, okay, ja, es hat früh angefangen bei der Kulturlandschaftsinitiative. Da sind ja dann auch so erste Entwicklungen in die Richtung, erste Schritte in diese Richtung gemacht worden, mit unterschiedlichen Projekten. Dann kam Landaufschwung, ja, ein großes Bundesmodellvorhaben vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, wo man halt einfach sich ausprobieren konnte. Und da ist ja viel entstanden. Also egal, ob es jetzt digitale Transformation ist, Smart Village, im Bereich erneuerbare Energien hat man Dinge vorangebracht. Ich glaube, du musst das etwas erklären. Genau. Ja, das sind so, hast du richtig gesagt, das sind so feststehende Begriffe, da ist man manchmal betriebsblind. Absolut. Also ich fange mal an bei dem Thema Landaufschwung. Also Landaufschwung war ein Bundesmodellvorhaben, das heißt, dass der Bund einer Region wie beispielsweise einem Landkreis Gelder gibt, um sich auszuprobieren, also Projekte voranzubringen. Und da konnten dann Leute mit coolen Ideen zu uns kommen und konnten sagen, hey, ich würde gerne dieses Projekt umsetzen. Ist das möglich? Mhm. Und dann haben wir das an verschiedenen Stellen geprüft, haben wir gesagt, okay, es gibt so übergeordnete Ziele. Das sind regionale Wertschöpfung und örtliche Daseinsvorsorge. Ich fasse es mal zusammen. Es muss der Region etwas bringen. Ja. Ja? Und daraus sind dann einzelne Projekte entstanden, wie beispielsweise digitale Transformation. Bei dem Projekt digitale Transformation hat man kleine und mittlere Unternehmen bei Fragen der Digitalisierung unterstützt. Also egal, ob die jetzt irgendwie eine Cloud einsetzen wollten oder jetzt merkt man es ja auch in Zeiten von Corona. Ja, wie kann plötzlich ist ganz viel digital. Definitiv, plötzlich ist es ganz viel digital. Wie kann ich denn im Homeoffice auf einmal arbeiten oder wie funktioniert jetzt ein Videokonferenztool? Das war so ein Projekt, wo man dann Dinge umgesetzt hat. Oder aber ein weiteres waren die Sanierungsgebiete. Also bei Sanierungsgebiete können Leute quasi, jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Leute zu den Gemeinden und versuchen das für sich in Anspruch zu nehmen. Also man konnte in die eigenen vier Wände investieren und dadurch steuerliche Erleichterung bekommen. Und damit
befördert man ja Infrastrukturmaßnahmen und Investitionen in die Gebäude. Ja. Und das waren dann so erste Ansinnen, wo man gemerkt hat, boah, da ist so viel entstanden, super tolle neue Leute sind dazugekommen. Du hast ja selbst gesehen, deinem vorherigen Job, wie das Team gewachsen ist. Und ja, das war dann so das Innovative. Ja. Und jetzt war es aber ja so, St. Wendel war ja nicht der einzige Landkreis, der Modellprojekt war. Auch Neunkirchen zum Beispiel, genau, direkt nebendran, hat es auch gemacht. Was war denn so euer besonderes Ding, warum das auch vielleicht ja doch so viel auch ins Rollen gebracht hat? Also ich glaube, das Besondere bei uns war die Vielfältigkeit der Projekte. Also ich glaube, wir hatten im Landaufschwungprozess 40 Projekte. Also okay. Das war schon sehr, sehr viel. Und bei uns war auch so, dass wir wirklich bereit waren, immer die Extrameile zu laufen. Also komm, lass mal noch ein neues Projekt. Und es kam einfach eins zum anderen. Also die Leute kamen dazu und die Chemie hatte einfach sehr, sehr gut gestimmt. Und für uns war klar, also Landaufschwung, dieses große Projekt ist Ende 19 geendet. Mhm. Und eigentlich hatte Mitte 19 all der Beteiligten noch keiner wirklich gewusst. Es gab zwar Tendenzen, wie geht es denn danach weiter? Also viele von uns hatten auch da einen befristeten Vertrag. Ja. Jetzt hätte man sagen können, okay, Ende 19, wir machen einen Cut und jeder sucht sich etwas Neues, eine neue Herausforderung. Aber irgendwie hat uns das alle so gefallen, so angespornt, dass wir da Lösungen entwickelt haben und weiterentwickeln wollten. Und also um es zusammenzufassen, Italien ist momentan Europameister geworden. Und wenn man die Italiener spielen sehen hat, da hat man einfach gemerkt, hey, die haben sich bei allem abgeklatscht, die waren total engagiert, das war eine Mannschaft. Mhm. Und ich glaube, dass es dieses Mannschaftsgefüge uns auch ausgezeichnet hat, dass man da wahnsinnig viele hat, mit denen man gerne zusammenarbeitet, Dinge voranbringt. Das war diese Chemie. Mhm. Und deswegen sind wir eigentlich alle da geblieben und fühlen uns immer noch alle super wohl. Ja, also mein Lieblingsprojekt daraus ist ja definitiv Smart Village. Ja. Das ist einfach ein mega cooles Projekt. Ja, definitiv. Also Smart Village bringt viel mit. Ja, also gleich kurz zum Thema. Also eben habe ich es ja schon verpasst. Ups. Also Smart Village ist ein Projekt, das in Remmesweiler gestartet ist, weil dort der letzte Dorfladen geschlossen hat. Genau. Jetzt hätte man sagen können, okay, man öffnet nochmal einen Dorfladen. Aber das ist halt einfach wirtschaftlich nicht tragbar für irgendeinen, der jetzt da einen Dorfladen öffnet. Viel zu personalkostenintensiv. Ja. Da haben wir gesagt, okay, man muss neue Wege gehen. Da gibt es bundesweit wahnsinnig spannende Ansätze, beispielsweise auch Supermärkte, die hingestellt werden, wo dann einfach du mit Chipkarte reingehst, da ist gar kein Personal mehr. Da ist dann zwar vorne vielleicht auch noch so ein Café, wo man sich hinsetzen kann und austauschen kann. Das ist so ein Ansatz. Aber das funktioniert ja auf dem Land nicht. Nee. Also du kannst auf dem Land, kann es funktionieren, wenn du dann regelmäßig einen Kaffee anbietest. Ja, also wenn du jetzt sagst, okay, wir stellen den Laden dahin, und die Leute können einkaufen gehen mit ihrer Chipkarte, das passt. Aber so ein Dorfladen hat ja immer auch was Kommunikatives. Genau. Und dann ist es in Remmesweiler so, dass es eine Plattform gibt. Und auf dieser Plattform können Leute einkaufen. Also wie bei anderen Online-Händlern. Und da werden die Lebensmittel quasi von den Händlern an einen zentralen Platz geliefert. Das ist in Remmesweiler beispielsweise das Dorfgemeinschaftshaus. Und ich skizziere es jetzt mal wirklich, da ist sehr, sehr viel draus, hat sich entwickelt. Ja, das ist jetzt absolut. Viel komplizierter geworden, ja, aber ja. Nur damit man mal die Basis versteht, war dann donnerstags morgens beispielsweise um 9 Uhr das Frühstück und um 10 Uhr kamen dann die Lebensmittel, die online eingekauft wurden. Das Schöne ist, jetzt könnte man sagen, okay, weiß Tante Lise, wie sie sich auf einer Plattform online einen Account erstellt, vielleicht mit PayPal einkauft ja. Und dann irgendwie eine E-Mail bestätigt. Nein, das weiß sie an vielen Stellen nicht. Also, ich mache jetzt mal so ein generelles Bild. Mittlerweile wissen Sie es. Ja, meine Oma, ne? Ich ja, ganz genau. Und, aber ja, man versucht da einfach, man merkt einfach, okay, da ist an manchen Stellen noch die digitale Reife wegen Generationsunterschied noch nicht so da. Und da haben wir dann auch sogenannte Dorfcoaches etabliert. Das sind also Ehrenamtler, die Leute unterstützen beim Einkauf. Und ja, man hat da eigentlich super viel zusammen. Man hat so eine soziale Komponente, ja, eine wirtschaftliche Komponente und bringt einfach so auf einem innovativen Weg die Dinge voran. Na, ich finde das Projekt halt auch insofern so grandios, weil ich erinnere mich halt noch an dieses erste Treffen, wo irgendjemand in Remmesweiler in diesem Saal saß und gemeint hat, ja, wir können jetzt auf Amazon warten, aber wir können auch Amazon selbst machen. Ja. Und irgendwie dachte damals so jeder so, okay. Aber so ist es auch meistens. Aber im Endeffekt ist wirklich was Cooles ja. Daraus entstanden und es sind ja jetzt auch doch einige Dörfer dabei. Genau. Und
Ich glaube, es bringt auch wirklich in den kleinen Orten auch richtig viel. Definitiv. Also man kann ja nicht einfach sagen, okay, kleines Dorf, ja, ist halt so, ist nicht mehr wirtschaftlich. Ja. Sondern muss ich halt etwas Neues überlegen. Und wir sind immer noch ein Modellversuch, also wir probieren es immer noch weiter, immer noch in verschiedenen Testphasen. Und, aber man probiert es, man geht in die richtige Richtung. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, es gibt nur noch in den Zentren bestimmte Lebensmittel oder Discounter, die ja auch wahnsinnig wichtig sind, aber dann lässt man die Leute auf dem Land komplett im Stich. Ja. Und das darf nicht sein, man muss neue Wege gehen. Und ich fand auch gerade, also das Letzte, was ich mitbekommen habe, war Wallhausen zum Beispiel. Und da waren wirklich auch viele junge Leute, aber auch gleichzeitig wirklich viele, die dann entweder für Ältere eingekauft haben, also dort dann, oder halt auch dann mit denen dorthin gingen. Und das fand ich auch total schön. Also das ist halt diese soziale Komponente, die dann auch wichtig war. Die soziale Komponente ist das eine. Und was natürlich mit dem Projekt auch noch ein Potenzial ist, das man an vielen Stellen noch ausschöpfen kann, ist beispielsweise auch Zeitersparnis. Absolut. Also wenn ich jetzt online Lebensmittel einkaufe und sage, okay, ich gehe die jetzt an einem bestimmten Tag A, gehe ich die dort abholen am Nachmittag. Ich weiß, okay, die sind um 17 Uhr, liegen die vor Ort und ich muss nicht 10 Händler abfahren. Ja, absolut. Was also ist das für eine Zeitersparnis? Das ist halt das Coole, genau. Auch, dass man halt mehrere eigentlich auf einer, an einer Stelle hat. Und also ich glaube auch gerade, da ja zum Beispiel der Wendelinushof da auch mitmacht, also für die ist das halt auch, glaube ich, ein super Potenzial, weil auch viele sich dann, also die auch gerne dort einkaufen würden, aber einfach der Weg dann auch mal zu weit ist, die es dann aber so machen. Definitiv. Also das ist ja eine Möglichkeit, dass Händler auch sich digital erproben können, also die digitale Fitness, Digitalkompetenz erweitern. Ja, indem sie sagen, hey, komm, ich finde das interessant, ich möchte mal das ausprobieren an dem Projekt und ich baue mir jetzt vielleicht nicht am Anfang direkt einen eigenen Online-Shop auf, sondern ich probiere einfach mal an dem Projekt mit. Digitalisierung ist ja auch... Jetzt sonst, ist es oft gefallen. Sonst noch ein großes Thema. Ja. Oh, was eine Überleitung. Was eine Überleitung. Ja, sehr gut. Ein anderes wichtiges Projekt, was du ja auch maßgeblich, würde ich mal sagen, an der Realisierung beteiligt war, hatte jetzt letztens seine Kick-Off-Veranstaltung. Du hast eben schon erwähnt, das Smart-Wendler-Land. Was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Da bin ich jetzt nicht mehr so drin, tatsächlich. Ach, nicht mehr. Warst du bei der Kick-Off dabei? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es nicht geschafft. Okay. Aber ich hätte gern so ein Bier. Ah, das hast du gesehen. Bei uns auf Instagram. Ja, das ist auch durch ein St. Wendler Unternehmen entstanden. Ja. Das Bier, also kann man mal recherchieren. Ich mache jetzt hier keine Werbung. Aber darf ich vielleicht nicht, aber ja. Also genau, der Kick-Off war, ich glaube, wann war es? Ende Juni? Ende Juni, genau. Genau, ja. Und das ist schon schön zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also ich kam ja 2017 beruflich nach St. Wendel. Bin eigentlich schon immer ein St. Wendler gewesen, ja. Und also jetzt nicht direkt aus St. Wendel, aus der Stadt, aber so ganzer Landkreis ist meine Heimat. Ja. Und da einfach auch zu wissen, okay, 2017, auch beim Projekt Smart Village und anderen Themen haben wir darüber diskutiert, okay, ja, gib doch den Dorfcoaches einfach eine Excel-Liste und dann können die einkaufen gehen. Ja. Und letztes Jahr war Smart Cities da. Ja. Das größte Modellprojekt, das wahrscheinlich, oder das größte Förderprojekt in der Gänze, in dem Kontext, das jemals im Landkreis angesiedelt war. Im Bereich Digitalisierung. Es war so schön und da steckt natürlich super viel Herzblut im letzten Jahr drin und dass es geklappt hat, hat uns Beteiligte alle gefreut. War eine schöne Teamleistung und das ist momentan wirklich noch sehr erklärungsbedürftig, das wissen wir, weil irgendwie, okay, man hat immer gewusst, Digitalisierung auf dem Land, das ist noch nicht so gut, in Deutschland allgemein ist man beim Thema Digitalisierung sehr, sehr weit hinten. Und jetzt auf einmal hat man Smart Cities. Was ist denn das? Ja. Was ist ein Smart City? Vor allem Smart City, was hat das mit Landkreis zu tun? Ja, da denkt man eher an New York oder an, was weiß ich, an andere Städte. Estland ist da ja super stark. Also man denkt eher, jetzt Estland oder Tallinn ist jetzt keine Megacity, aber man denkt an übelst große Städte. Ja. So, und Smart Cities ist halt, das ist mal auch nochmal beim Begriff, Bundesmodellprojekt vom Bundesinnenministerium und von der KfW. Also wieder sehr kompliziert. Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ne? Also die zwei begleiten das Projekt. Und ich fasse es jetzt mal simpel zusammen. Man kann Technologie nutzen, um eine Region nachhaltiger und zukunftsfähiger und digitaler aufzustellen. Also das ist so der Überbau. Also Technologie zu nutzen, dass sie den Menschen dient. Ich fasse es mal so ganz simpel zusammen. Klingt aber noch nicht so richtig konkret. Da gehen wir jetzt auf das Nächste ein. Das ist so dieser Überbau. Und wir haben halt gesagt, okay, wir wollen uns so ein bisschen
konkretisieren in verschiedenen Themenfeldern. Wir haben am Anfang sehr lange diskutiert, das war so März letzten Jahres. März letzten Jahres wissen wir alle, was gestartet ist, Corona. Und wir hatten da eigentlich angedacht, vom Vorhinein, es gibt, dass wir quasi so die Bürger mitnehmen auf dem Weg. Also jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen das, das und das und das war's, sondern wir wollten Workshops machen, das hat nicht funktioniert. Ja. Und da haben wir dann eine Umfrage gemacht, Online-Umfrage. Hey, liebe Leute, welche Themen interessieren euch denn ganz besonders? Mhm. Und im ganzen Themenfeld kam dann quasi heraus Bürgerdienste, Daseinsvorsorge, Mitgestaltung und Mobilität. Mhm. Das sind so die Themenfelder, die übergeordneten, in denen man dann tätig wird. Was ist bei Bürgerdiensten angedacht? Also ich greife jetzt, wir haben noch verschiedene Gremien, die auch über Projekte mitentscheiden. Mhm. Innovationsgruppe ist das und auch eine Lenkungsgruppe. Deswegen greife ich denen jetzt besser hier mal nicht vorweg. Ja. So ein bisschen kann man es machen. Also ich mache jetzt mal 4 Beispiele für jedes der Themen. Bei Bürgerdienste könnte ich mir gut vorstellen, muss man natürlich auch mit verschiedenen Anspruchsgruppen reden, dass, wer kennt das, wie oft hat man am Altglascontainer oder Altpapiercontainer, hat man irgendwas hinten im Auto drin, fährt hin und merkt, oh, die Dinger sind voll. Mhm. Dann kommt man nächsten Tag nochmal voll. So, und hier kann man ganz simpel den Container mit einem Sensor ausstatten und der über ein System vermittelt dann einerseits der verantwortlichen Person, die fürs Leeren zuständig ist. Ah, Container voll, ich fahre jetzt hin. Ja. Andersrum weiß der Bürger auch, okay, ist noch nicht voll, ich kann auch hinfahren, kann meine Sache abliefern. Ganz low-level Digitalisierung mit Sensoren, ja. Nennt man auch Internet der Dinge, wenn man es verbindet, wo man dann einfach weiß, okay, das ist ein Bürgerdienst. Konkret. Funktioniert ja in Schwimmbädern zum Beispiel auch. Ja, also sehr viel mit Sensoren machen, wo Dinge einfach lockerer werden, leichterer werden. Das ist so etwas. Dann beim Thema Daseinsvorsorge könnte man sich auch vorstellen, man hat ja beispielsweise nicht nur, da sind wir beim Thema Smart Village, hat man ja, okay, Ausdehnung gewisser Infrastruktur. Mhm. Also dort war es die Lebensmittel. Was natürlich auch ein Thema ist, was ausdünnt, ist die Ärzteversorgung. Mhm. Oder aber auch natürlich bei Banken, dass man sieht, und da muss man die Banken auch ganz klar verstehen, okay, bei mancher Filiale, wie auch bei anderen Händlern, macht es keinen Sinn mehr, auf dem klassischen Weg eine Filiale dort zu halten. Nein. So, und jetzt kann man natürlich auch dort alternative Wege gehen, mit beispielsweise Telemedizin. Also warum ist im Dorfgemeinschaftshaus nicht auch dann beispielsweise der Arzt oder ein Arzt, der dann an dem Tag dorthin kommt? Und wenn es dann Spezialisten aus Essen, Düsseldorf, Berlin braucht, warum schaltet man den dann nicht über Telemedizin zu? Mhm. Oder dass am gewissen Tag dann auch beispielsweise ein Bankberater vor Ort ist. Und dass man dann durch zusammengefasste Dienstleistungen da ein schönes Paket für den Bürger schafft. Mhm. Das wäre so ein Beispielbereich aus der Daseinsvorsorge. Bei Mitgestaltung wird eine Plattform entstehen, wo Bürger konkret Projekte mitentwickeln können. Also man hat ja oftmals Mitgestaltung und die Bürger mitnehmen, diese Partizipation, hat man ja oftmals, okay, ich gehe in ein Dorfgemeinschaftshaus und da sitzen dann 3, 4, 5, 6 Leute und ich erzähle denen dann von Smart Cities. Mhm. Mittlerweile muss man auch ein digitales Pendant anbieten. Und da gibt es dann eine Plattform oder gibt es dann Möglichkeiten, wo Projekte dargestellt werden, wo dann Bürger auch darüber entscheiden können, will ich das Projekt, will ich es nicht. Vielleicht auch über so eine klassische Tinder-Funktion. Ja, genau. Zu swipen, ey, das ist Quatsch, das will ich nicht und das finde ich gut. Dass man dort vielleicht müsst ihr mal sexy Bilder machen. Ja, okay. Es funktioniert nur über Bilder. Gut, wir probieren es. Swipe auf. Wir machen dann gute Bilder. Du hast ja öfters von uns schon Bilder gemacht, ne, von Projekten, da wissen wir zumindest, wen wir fragen sollen. Und also so eine Plattform, dass Leute dann auch einfach mit dem Smartphone sich mal informieren können, hey, was läuft denn jetzt bei Smart Cities, welches Projekt finde ich gut, dass man dem vielleicht auch irgendwann mal so ein Projektbudget gibt. Jeder bekommt irgendwie 2 Euro vom Projektbudget und entscheidet dann über ein Projekt. Wenn das Kontingent ausgeschöpft ist, ist es halt ausgeschöpft. Und beim Thema, Mobilität. Mobilität, genau. Beispielsweise ist da eine Idee, einen digitalen Rufbus einzuführen. Ja, also dass man weiß, okay, jeder kennt das auf dem Land, man hat wahnsinnig viele Busse umherfahren. Ja, da haben sich ja auch Jusos und JU stark dafür ausgesprochen, dass sowas halt, also gerade in St. Wendel macht das halt total extrem Sinn, ne? Weil man hat mit ÖPNV ist halt an vielen Stellen einfach ein Bus, der umherfährt, ein Riesenbus und da sitzen 2 Leute drin. Ja. Das ist aber momentan auch wirklich State of the Art an vielen Stellen, wo man sagen muss, okay, muss man an der Stelle auch
an vielen Stellen noch anbieten, auch wenn es ein klassisches Minusgeschäft ist, natürlich für die öffentliche Hand, keine Frage. Aber man muss natürlich dann schauen, okay, wie geht es besser? Ja. Der digitale Rufbus ist so eine Methode, den kann man per Telefon ansteuern oder per Smartphone. Das sollte sich unbedingt durchsetzen. Ich habe letztens eine Bushaltestelle gefunden, da steht dann dabei, Samstag und Sonntag ist genau eine Uhrzeit, um 11.04 Uhr sage ich jetzt einfach mal, aber nur, wenn man anruft vorher. Und das heißt also, der Bus kommt schon nur um 11.04 Uhr und dann nur, wenn man anruft. Das ist dann der analoge Bus, ne? Grandios, also. Der Klassiker, das ist aber überall auf dem Land so, dass, also da muss man sagen, im Landkreis St. Wendel hat es dann, nachdem ich es mal gehört habe, verglichen, ist es vergleichsweise echt noch gut, ne? Aber ich kenne es an anderen Stellen natürlich dann, oder ja, ich will da, also es ist einfach so, an vielen Stellen schaut man dann, wie du gesagt hast, auf den Fahrplan und dann sieht man da zwei Busse und einer davon ist noch ein Schulbus. Wow. So oder halt einfach nur ein Rufbus. Oder wenn man mal wirklich Bus fahren will, weil man, sag ich mal, nicht einen Cola getrunken hat, kommt er erst am nächsten Tag, wenn wieder Schulbusse fahren. Genau. Ja, und das sind so Bereiche in den Vieren, wo man Dinge umsetzt. Ja. Digitale Bildung voranbringen, das wollen wir auch machen über verschiedene Sachen. Beispielsweise vielleicht einen Studiengang aufzulegen zum Thema Smart Mobility. Also wie kann Mobilität in Zukunft auch positiv aufgestellt werden. Das sind alles verschiedene Dinge. Aber wir finden uns am Anfang. Wir müssen am Anfang auch vor allen Dingen eine Strategie entwickeln. So die Idee steht ja schon, aus dem Sankt-Wendler-Land ein Smart-Wendler-Land machen. 7 Jahre haben wir Zeit und wir schauen, wo wir hinkommen. Und wie smart ist St. Wendel schon? Also ich sehe St. Wendel an vielen Stellen als sehr, sehr smart. Man muss ja schauen, ne? Was ich jetzt an der Stelle sage. Nee, also ich bin davon auch überzeugt. Ne? Also was momentan wirklich der Fall ist, man hat viele Dinge erprobt. Mhm. Ja, du hast Smart Village erwähnt, ich habe digitale Transformation erwähnt. Dorffunk ist eine Sache, die umgesetzt wurde. Also die Dorf-App, die wir ja... sehr coole Sache. Ja, also ist halt schön, einfach mal so den... einfach eine Möglichkeit zu geben, neben den klassischen Messenger, also klassischen Dinge, die man kennt, egal ob es jetzt WhatsApp oder dergleichen ist, da auch ein Pendant vom Dorf anzubieten. Ja, das sind so Themen. Es gibt noch andere Digitalisierungsprojekte, auch bei Hauptamtsstadt Ehrenamt ist ja ein Vereinsplatz-wnd.de, da darf ich jetzt mal Werbung machen, denke ich. Eigene. Eine Plattform entwickelt worden, wo Vereine wahnsinnig viele geniale Kenntnisse ziehen können zum Thema Vereinsleben oder Ehrenamt. Das ist genial. Die haben auch andere Landkreise 1:1 übernehmen können. Mhm. Also das ist, wo kann ich eine Plattform für mich 1:1 übernehmen? Ja, wenn ich Facebook nutze, wenn ich Instagram nutze oder andere Plattformen. Ja. Und da hat es wirklich geklappt und also es gibt so verschiedene Lösungen, da ist man wirklich weit, aber es ist für mich immer noch so ein bisschen digitaler Flickenteppich. Also es gibt da was, man muss das irgendwie zusammenbringen. Und diese Klammer stellt Smart Wendler Land eigentlich dar, wo dann eine Strategie entwickelt wird. Das ist so das Ansehen. Mhm. Und welche Projekte findest du für dich jetzt so am spannendsten? Boah, du weißt ja, dass ich für das Thema brenne. Und deswegen finde ich da eigentlich alles genial. Ich bin auch oftmals Fan, Dinge einfach mal auszuprobieren. Mhm. Man muss natürlich auch schauen, okay, wie kann man dann später nochmal zurücksteuern? Also das ist ja oftmals so in der digitalen Welt, wenn du was angeschoben hast, musst du auch schauen, wie dieser Login-Effekt nochmal weggeht. Also wie bekommt man dann alles nochmal in Status Quo zurück? Das ist halt so, muss man immer prüfen. Aber gut, für mich auch, du hast den digitalen Rufbus angesprochen. Also ich weiß, da werde ich immer ausgelacht, wenn ich den erwähne, weil ich ihn zu oft erwähne. Aber ich finde es halt eine greifbare Lösung. Absolut, ja. Und damit wird dann auch einfach mal Smart Cities klarer. Ja? Weil es ist bisher immer noch so ein schwammiger Begriff, wo man gar nicht weiß, okay, wo führt denn uns das jetzt hin? Und wenn dann irgendwann mal ein Bürgermeister mit dem digitalen Rufbus da steht und die Bürger nutzen das Ding, dann weiß man, okay, ach, guck mal hier, das ist eine Lösung, die hilft. Mhm. Ja. Und ich glaube auch eine, die, sag ich mal, relativ schnell auch umsetzbar ist. Das ist jetzt nicht komplett irre gesponnen. Also ich glaube, es ist schon viel dahinter, also steckt viel dahinter, aber es ist machbar. Ja, vor allen Dingen kennen wir da auch Lösungen in Deutschland, die auch auf dem Land schon erprobt wurden. Mhm. Also man könnte jetzt sagen, okay, so ein digitaler Rufbus, der funktioniert natürlich in der Stadt, weil dort super viele drauf zugreifen. Klar. Aber wir auf dem Land, wir beide wohnen ja auch beispielsweise auf dem Land, sind ja auch verwöhnt, was das Thema betrifft. Wir nutzen unser schönes eigenes Auto. Absolut. Und mit eigener damit Musik. Von A nach B. Genau, mit eigener Musik. Und wollen dann auf gar keinen Fall auch 5 oder 10 Minuten an der Bushaltestelle oder irgendwo warten, weil das nervt ja. Und das ist auch so ein
gedankliches Thema, so ein gedanklicher Change, den man voranbringen muss. Ja. Und deswegen muss man schauen, wie schnell das geht. Man muss auch prüfen, hey, okay, was gibt es denn für rechtliche Rahmenbedingungen, die man vielleicht irgendwie beachten muss. Also wird man sehen, wie schnell es geht, aber ich denke, das ist auf jeden Fall greifbar. Ja, aber jetzt ist es ja auch gerade so, gerade beim Thema Digitalisierung und Unternehmen, manchmal hat man auch gerade bei uns auf dem Land so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Unternehmen da noch stark dagegen wehren. Also ich kenne teilweise Unternehmen, wo es nicht mal eine EC-Kartengerät gibt und da dann mit Digitalisierung zu kommen, weiß nicht. Ich glaube, da müsst ihr bestimmt oft auch dicke Löcher bohren. Ja, dicke Bretter bohren. Dicke Bretter bohren, sowas. Löcher in die Bretter, so. Ich wollte es unauffällig so, ne? Aber du hast dann aufgelegt. Okay, ja, ja also definitiv. Ne? Du weißt ja, dass ich auch nebenberuflich noch jetzt gerade so einen Master im Bereich Digital Management mache. Ja. Und da lernst du dann halt Sachen, wo du dich wahrscheinlich High-End-Digitalisierung unterhältst. Mhm. Und ich merke dann manchmal, wenn ich das, was ich gerade gelernt habe, 80% herunterbreche, reicht das konsequent nicht. Ja. Das reicht nicht. Ich muss es weiter runterbrechen. Ja. Und das ist dann manchmal für mich auch so ein bisschen ärgerlich, enttäuschend, ganz klar. Weil ich denke, ey, guck mal, was da möglich wäre. Aber Wirtschaft, du hast jetzt die Unternehmen angesprochen. Ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, dass Deutschland bei dem Thema Digitalisierung ist auch nicht überall so. Wird immer gesagt, Deutschland, Digitalisierung so schwach. Beispielsweise beim Thema künstliche Intelligenz ist man sehr stark. Mhm. Ja? Aber klar, so, ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, das ist aber auch eher so eine Annahme. Ganz am Anfang hatten wir Estland angesprochen. Mhm. Oder das ganze Baltikum. Also ich hatte Auslandssemester oder war eine gewisse Zeit in Lettland, ja, mit einer Hochschule und habe dann einfach gesehen, hey, da war die Gebäude an mancher Stelle so heruntergekommen. Mhm. Aber 60% Breitbandausbau, das war 2016. Ja. Ne? Und da fragt man sich, woher rührt das? Und ich glaube, ein Punkt ist, dass man in Deutschland eben da nicht bei Null gestartet ist, sondern dass man so eine klassische Industrie hatte, klassische Unternehmen, wo man einfach wusste, okay, die haben Erfolg. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Erfolg einen träge macht, aber man ist bei Neuerungen vielleicht auch noch nicht direkt so am Zahn der Zeit an manchen Stellen. Und ich glaube, dass das ein großes Thema ist, dass man in Deutschland da nicht bei Null angefangen hat, wie bei den anderen Staaten, wo man vielleicht dann sagen konnte, okay, jetzt muss man sich irgendwie neu erfinden und dann war die Digitalisierung die Möglichkeit. Ja, aber jetzt nochmal, also hast du irgendwie vielleicht bestimmt ja auch coole Beispiele, oder? Wo ihr irgendwas anstoßen wolltet und dann so zurückkommt, oh nö. Also ein Beispiel ist, wir hatten das Thema digitale Transformation, das Projekt. Ja. Und ich bin da dann voll in dem Film, dass ich agiles Projektmanagement genial finde. Also so mit Scrum und dann arbeitet man, also Scrum ist eine agile Projektmanagement-Methode, wo man einfach in verschiedenen Schleifen, in regelmäßigeren Abständen sich in einem Projekt organisiert. Ja, ja. Okay. Also da gibt es dann beispielsweise einen Bestandteil von Scrum, ist der sogenannte Daily Scrum. Im Daily Scrum, anstelle dessen, dass man sich beispielsweise vorher immer mal so zweimal in der Woche ausgetauscht hat oder einmal in der Woche und dann so ein zweistündiges Meeting, ist es beim Daily Scrum eher so, man trifft sich morgens, stellt drei Fragen. Mhm. Das eine ist, was hast du seit gestern erledigt bekommen? Was hast du heute vor? Und die dritte Frage, was hat dich vielleicht daran gehindert, dass du gestern nicht vorangekommen bist? Dann unterstützen wir dich. Und glaub mir, dieser iterative Prozess, so nenne ich es jetzt mal, der führt dazu, dass du viel schneller Themen bearbeitest. Und das ist so, man ist agiler, um es mal so zusammenzufassen. Okay. Und das ist so eine Variante, wo ich denke, hey, bei dem Thema Scrum, da steckt ein absolut ungehobener Schatz. Aber wenn ich jetzt irgendeinem mit dem Thema Scrum komme, no way, noch nicht, aber irgendwann kommt's. Oder eine andere Methode wird es dann vielleicht sein. Ne? Und das sind halt so Dinge, wo ich denke, das würde ich gerne umsetzen. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt erstmal die Möglichkeit. Morgen ist beispielsweise die erste Innovationsgruppensitzung, wo dann erste Ideen diskutiert werden, wie beispielsweise so eine Mitgestaltungsplattform. Und da kann man dann lang, ja, so nach und nach die Dinge entwickeln. Das freue ich mich mega. Nach und nach kommen die EC-Kartengeräte. Ja, genau. Oder vielleicht braucht man es dann auch irgendwann gar nicht mehr. Irgendwann braucht man es wahrscheinlich gar nicht mehr. Dann, ja, definitiv. Dann kommen die Handy. Ja, oder mit der Uhr bezahlt. Meinte ich ja, also mit der Smartwatch, genau. Also mit meiner geht das nicht. Ja, du hast noch keine, ne? Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich mache so voll analog. Das ist noch spannender.
Also, wenn man den ganzen Tag so mit Digitalisierung... Definitiv. Brauchen wir auch mal was anderes. Also wird mir auch dann manchmal gesagt, Herr Mühlein, alles digital hier geht auch nicht. Ja. Also ich bin ja auch vordergründig Wirtschaftsförderer. Ne? Also das ist ja auch so ein Thema. Und ich bin da auch voll Fan davon, auch jetzt, wenn das mit Corona nochmal so ein bisschen lockerer wird, wo man weiß, okay, du kannst dieses Vor-Ort-Meeting an vielen Stellen kannst du nicht ersetzen. Nee. Den Flurfunk oder sich einfach mal bei einer Tasse Kaffee auszutauschen. Ja. Das geht einfach nicht. Und es muss eine Mischung zwischen beiden geben. Weil sonst ich gehe auch im Moment allen auf die Nerven, weil ich alle zulabere, weil ich mal wieder echte Gespräche habe. Ja, so. Ja, es ist sehr ungewohnt. Ja, aber es ist gar nicht mehr gewohnt. Also, so. Ja, definitiv. Freue ich mich auch mega, wenn das nochmal losgeht. Und ich glaube, und das hoffe ich mir auch, das hoffe ich mir wirklich sehr nach Corona, dass man jetzt einerseits nicht sagt, okay, ich habe jetzt Videokonferenztools eingesetzt, ich bin digitalisiert. Alles ja, fertig. Doch, klar. Hör auf mit Smartwindlerland, mit allem, was Digitalisierung betrifft. Wir können Videotools. Ja, früher war es die E-Mail. Genau. Da haben gesagt, okay, ich kann E-Mail, alles klar, Internet ist abgeschlossen. Zwischendurch gab es Online-Banking. Ich kann jetzt Online-Banking. Ich kann Online-Banking, genau. Umstellen. Definitiv, ne? Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe sehr lange die Dinger noch ausgefüllt. Also, echt? Ich weiß, ich glaube, vor 3 Jahren hatte ich die Dinger noch ausgefüllt. Vielleicht sogar vor 2 Jahren noch. Ich habe tatsächlich nie welche ausgefüllt. Du hast ausfüllen lassen. Nee, aber seit ich eine Karte habe, gibt es Online-Banking. Ach so, okay. Ja, du bist noch ein bisschen jünger, ne? Okay. Ja, genau, das sind so Themen, wo ich sage, okay, einerseits darf man nicht unterschätzen, welches Potenzial da noch drin steckt, aber andererseits soll man jetzt auch schauen, dass man nicht nur sagt, okay, Videokonferenz-Tools oder die ganzen Videokonferenzen, die waren jetzt die Corona-Zeit und jetzt geht alles nochmal analog. Weil an vielen Stellen kann man sich einfach auch Zeit sparen. Absolut. Also, warum fahre ich jetzt für ein Treffen von A nach B 1,5 Stunden, das dann irgendwie 20 Minuten dauert und nochmal 1,5 Stunden zurück? Ich habe letztens ein cooles Meme gesehen. Mein Enkel 2050, was, ihr seid durch die Gegend gefahren? Hattet ihr denn kein Microsoft Teams? Also ich glaube zwar nicht, dass es dann auch Teams gibt, aber ich fand es sehr lustig. Ja, du weißt ja, wie sich das Tool beispielsweise weiterentwickelt. Aber genau, ne? das sind so... Obwohl man es eigentlich die ganze Zeit hatte. Also ich meine, wie lange gibt es Skype? Ja, definitiv. Also... Ganz klar. Also ich hatte es auch vorher schon, als ich in Luxemburg gearbeitet habe, beispielsweise habe ich es genutzt. Ja. Und war auch richtig gut. Klar, jetzt ist die Funktionalität noch besser geworden. Aber ja... Corona war da, zumindest Stand heute, ein Brandbeschleuniger. Absolut. Ja. Hoffen wir mal, dass es zumindest für die Flugreisen so bleibt. Ja, definitiv. Also das wäre schon... Merkt man jetzt nochmal öfters, wenn man in den Himmel schaut, okay, jetzt sind nochmal ein paar mehr Flugzeuge da. Ne? Ja, alles nur Businessflieger, böse Businessflieger. Was soll man da noch sagen? Dann wollen wir lieber alles regional im Landkreis St. Wendel. Ne? Nur im Landkreis St. Wendel. Was anderes kann ich hier nicht sagen. Weißt du. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, du bist ja eigentlich auch Wirtschaftsförderer. Genau. Erstmal, jetzt klingt Wirtschaftsförderung nicht so wahnsinnig sexy. Was genau begeistert dich eigentlich daran? Ja, also wenn man jetzt den ganzen Namen mal betrachtet, Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH. Es wird nicht besser. Aber das ist so ein bundesweites Thema, dass tatsächlich man sagen muss, okay, die Wirtschaftsförderung, die heißen einfach so. Also ob es jetzt eine Wirtschaftsförderung Westerwaldkreis ist in Rheinland-Pfalz. Ja, deswegen muss man das immer ein bisschen erklären, aber du hast uns ja eben schon erwähnt auf Social-Media-Kanälen. Ist das für dich langweilig? Nee, aber da seid ihr auch nicht Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendler Land MB. Ja, sondern die MBH. BFG. Genau, sondern einfach die BFG. Ne? Genau, das geht schon besser. Ja, ja. Also das ist dann auch so ein bisschen Arbeitgebermarke. Aber auch sich einfach die Themen, die man hat, versucht, interessant zu verkaufen. Ne? Also ich hatte am Anfang das Thema angesprochen, Existenzgründungsberatung. Da habe ich jetzt zusammen, oder also 3 Leute zusammengetan. Das ist einerseits Jörg Arbeiter von der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer vom Gründercampus. So, dann Daniel Leismann, Evergreen, wer kennt ihn nicht, ne? Aus unserem Landkreis, hat ja da auch einen Coworking-Space und Social-Media-Coach, haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, hey, lass uns doch irgendwie mal was gemeinsam starten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hey, ein interessantes Format wäre doch, wenn erfolgreiche Unternehmer darüber berichten, was sie erfolgreich gemacht haben. Da haben wir ein neues Format aufgestellt, Insider Insights. Und jetzt gibt es einmal im Monat
normalerweise so ein Unternehmer, der wirklich schon was gerissen hat und der berichtet dann darüber. Mhm. Ne? Und das ist ja wahnsinnig spannend, davon zu lernen. Ja? Ja. Und also man muss diese, um deine Frage aufzugreifen, so dieses Unsexy, das eine Wirtschaftsförderung hat, muss man irgendwie schaffen, das Interessante daran zu suchen und das dann nach außen zu kehren. Mhm. Ja? Natürlich hat man manchmal auch Themen, wo man sagt, boah, muss ich mich jetzt wirklich damit beschäftigen? Ja, muss ich, es gehört dazu. Ja. Das ist wichtig, damit auch die andere Seite beleuchtet wird. Also so diese Startup-Kultur ist für mich wahnsinnig interessant. Ich bin natürlich auch super wirtschaftlich interessiert, deswegen finde ich auch die anderen Themen sehr, sehr interessant. Auch Innenstadtbelebung. Mhm. Also wie geht es denn da weiter? Gerade in St. Wendel ein wichtiges Thema. Ja, wobei auch da, aber korrigiere mich, da ist St. Wendel noch, wenn du andere Städte betrachtest, die von der gleichen Größe, ja, ist es noch besser. Aber man muss sich natürlich zukunftsfähig, ja, aufstellen. Ja? Weil keiner will da diese Leerstände und keiner will da einfach die Heuballen, ja, durch die Stadt laufen sehen. Auf der anderen Seite wählt aber jeder von uns, ich sage nicht von anderen, sondern von uns, den bequemen Weg über den Onlinehandel. Mhm. Und da muss man sich dann auch manchmal so die Frage stellen, okay, wie schafft man es da auch einerseits die Innenstadt attraktiv zu gestalten, aber andererseits auch, was hat man selbst als Kunde vielleicht für eine, ja, für eine Verantwortung? Ja. Ja, also wenn ich gerade sowieso in der Stadt bin, hey, vielleicht schaue ich nicht in Laden A, B oder C vorbei und kaufe dort das, was ich vielleicht sonst online kaufen wollen würde, ja, weil es meiner Heimat gut tut. Ja. Ja? Und das ist für mich auch wahnsinnig spannend. Also es ist die Vielfältigkeit der Themen, die es so spannend macht und eine Wirtschaftsregion voranzubringen. Ja. Okay. Und warum jetzt St. Wendel und nicht New York? Ach ja, unsere Liebe zu New York. Ne? Ja gut, ja, warum, also warum jetzt mal jetzt allgemein St. Wendel? Gut, ich muss natürlich sagen, es ist meine absolute Heimat. Ne? Und ich brenne dafür. Ich finde St. Wendel auch wahnsinnig idyllisch. Also ich habe ja am Anfang auch so das Thema Regionalentwicklung und Megatrends angesprochen. St. Wendel zeichnet vor allen Dingen auch die weichen Standortfaktoren aus. Mhm. Also du lebst da, hast eine wahnsinnig schöne Landschaft. Absolut. Du, ne, du kannst dich da, also oftmals, wenn Leute irgendwie zu mir ins Büro kommen, dann sagen sie, boah, ich bin gerade durch St. Wendel oder durch den Landkreis gefahren, wie schön grün ist es denn hier? Ja, das stimmt. Fällt mir nie auf, ne? Ich echt? Da, also ihr, wenn du da wohnst, das ist... Du brauchst ein Cabrio. Ein Cabrio? Ja. Ja, okay, machen wir dann eben. Definitiv. Ja. Dann merkst du das. So vielleicht Cabrio, digitaler Rufbus. Genau. So, boah, das wäre cool. Ja. Bin dabei. Mal gucken, ob ich das durchbekomme. In den Kontrollgremien. Ja, ja, so, also das sind so Themen, wo ich einfach sage, ich liebe diesen Landkreis. Der Landkreis hat viel zu bieten, egal ob es jetzt das Touristische ist, die Gastronomie, egal was. Ja, du kannst, und die Leute sind auch cool drauf, wie ich finde. Und ja, das macht es einfach lebenswert. Und wenn St. Wendel mich dann irgendwann nicht mehr will als Wirtschaftsförderer oder ich mal die Schnauze voll habe, um es mal so zu sagen, wird es vielleicht New York, ne? Direkt. Direkt, ja, auf die Wall Street. Direkt, na gut, das ist dann, ne? Ja. Aber auf jeden Fall interessant, Wall Street. Ja. Ja. Gut, ich hole mir jetzt mal was zu trinken. Mach das. Wenn ihr die letzten Folgen verpasst habt von Lenas Theke, findet ihr hier die Playlist. Ansonsten guckt euch hier den letzten Kulturtalk an. Und wenn ihr gar nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert unseren Kanal.